Ja, wunderschönen guten Morgen. Wir stehen hier in unserem Schlafzimmer und sind gerade aufgestanden. Und heute machen wir eine ganz spezielle Folge mit dem guten Michael. Haben sich viele gewünscht, mach doch einfach mal oder erlebe doch einfach mal diesen Tagesablauf von Michael mit und mach alles so, wie es ein, in Anführungsstrichen, normaler Bürger machen würde. So, wir sind gerade aufgestanden und wollen heute einen schönen Strandtag erleben. Gucken jetzt erstmal bei unserem netten Sohn, wie hieß er noch, Jimmy oder so. Jimmy, mach keine Let's Plays, das bringt nichts. Brotlose Kunst. Vorbei. Der hat eine tolle Anlage, einen großen Fernseher. Boah, hätte ich auch gern. Das sieht geil aus. Naja gut, okay, der ist auf jeden Fall mit sich selber beschäftigt. Ja, ich zeige euch erstmal mein Häuschen hier. Wo ist denn Amanda? Amanda, wer ist Amanda? Ja, hier wohnt unsere Tochter. Leider habe ich die ganzen Namen schon wieder vergessen. Wir nennen sie einfach mal Miley. Miley ist gerade auf Tournee. So, ja, gucken wir erstmal, ob wir was zu essen finden. Ihr kennt das ja, gerade aufgestanden. Erstmal was essen. Man findet natürlich die Küche nicht gleich, weil man sich ja hier auch nicht auskennt. Man kennt ja eigentlich nur so seinen Arbeitsraum, wo der PC steht. Mehr kennt man ja gar nicht von seinem... Naja, so, hier ist mal hier, ne, so ein Medikit, ja, ist bei mir auch in der Küche, das ist normal. Hier, da Burgershot, hier so ein Messer, müsst ihr aufpassen, das dürfen wir nicht mit rausnehmen und wegen hier Waffengesetz und, ja, wobei es ist Amerika, da darf man sogar Leute erschießen, die einfach hier bei einem in die Garage einsteigen. So, ja, dann trinken wir jetzt erstmal hier ein bisschen Milch, ne, morgens, ne, machen wir uns erstmal hier Müsli. Genau, so, hau weg das Ding. So, klar, erstmal einen doppelten. Guck mal, da unser Handy. Ja, ich würde sagen, noch ein bisschen mehr Milch, weil... Ja, komm. Wer denn nicht? Mann! So, Kühlschrank, gucken wir mal, ob es noch was zu essen gibt. Wo ist denn der Kühlschrank? Ja, ich glaube, kochen ist jetzt nicht so unser Ding. Ich will gar nicht wissen, was dabei rauskommt. Kühlschrank. Geh auf! Grünsaft. Okay, nach dem Wodka erstmal grün... nach der Milch erstmal grünen Saft. Ah, das sieht ja aus wie so... Ja, Popeye, der Seemann. Tüt. So, ja, okay. Ja, heute ist Strandtag. Wir haben uns schon so entsprechend angezogen. Und dann geht's quasi los. Natürlich müssen wir uns heute auch an das Tempolimit und überhaupt die allgemeinen Verkehrsregeln und so halten. Und sollten nicht irgendwelche Sachen... kaputt schlagen, auch keine Leute einfach wahllos anfallen und Waffen dürfen wir natürlich heute überhaupt gar nicht benutzen. Unfälle machen auch eher schlecht. Wir haben zwar eine Versicherung, aber naja, sollten wir vielleicht ein bisschen aufpassen. Oh, guck mal. Wer ist denn das? Achso, unser Gärtner. Das ist unser Gärtner. Der soll hier weiter herumgärtnern. Jetzt gucken wir mal in der Garage, ob hier unser Auto steht. Nein, hat der Gärtner geklaut. Super. So fängt der Tag geil an. Problem ist, wir dürfen jetzt eigentlich keine Verbrechen begehen. Ach doch. Hui, haben wir ein Glück. Das ist aber das Auto, glaube ich, von der Tochter oder so. Oder von der, nee, von der Frau, von der Amanda. Ach, die heißt gar nicht Amanda. Ist egal, die heißt Amanda. Na gut, so müssen wir wenigstens kein Auto klauen, weil wir das heute halt nicht dürfen. So. Ja, das wird jetzt schwierig. Wir müssen uns natürlich an die Tempobegrenzung, an die Straßenverkehrsordnung und so halten. Wir dürfen keinen überfahren. Keine Schramme in unser Auto fahren. So, jetzt gucken wir erstmal nach rechts, dann gucken wir nach links, dann nochmal nach rechts und dann nochmal... Nein. So, okay, rechts kommt keiner. Dann fahren wir jetzt hier langsam natürlich. Okay. Ich weiß gar nicht, wie ist hier rechts vor... Ach, das ist ein Stoppschild. Das heißt, alle vier Räder müssen stehen. Okay, so, ja, der Vordermann macht es richtig. Super. Danach machen wir auch wieder eine Amok-Folge. Hallo! Alter, sag mal... Arschgeige. Arschkrampe, du. So. Ich weiß gar nicht, wer hier Vorfahrt hat. Ich habe zwar einen Führerschein jetzt schon. Boah, wie lange habe ich den Führerschein? 3 Jahre oder so. Aber trotzdem habe ich immer noch so manchmal so ein bisschen Problem, wer Vorfahrt hat. Bei komplizierten Kreuzungen und so. Ja, in Köln ist es halt teilweise echt kompliziert. Also, ich glaube, in jeder Großstadt ist es kompliziert. So. Wo fahren wir denn? Achso, genau, rechts. Dann müssen wir rechts blinken. Können wir leider gar nicht. Wir tun einfach mal so. Da ist eine Joggerin, da müssen wir aufpassen. Was ist denn jetzt hier? Ja, haben wir jetzt... Jo, komm, wir fahren einfach mal.
Das ist schon in Ordnung so. Eigentlich ganz cool mal, oder? Das so zu erleben. Dann kann man auch mal ein bisschen hier so rechts gucken und links gucken, was hier so passiert einfach. Einfach den Alltag von so einem ganz normalen GTA 5 Passanten hier beobachten. Guck mal, da hinten ist ein Gärtner, da am Brunnen, da kommt eine Joggerin gerade. Und geil wäre jetzt, die Ampeln so zu hacken. Oh, wow! Habt ihr das gesehen? Der ist ihm einfach hinten reingefallen. Aber dem war das voll egal. In Watch Dogs kann man das ja auch mal machen, so eine Folge. Wäre, glaube ich, auch ganz interessant. Guck mal, da hinten links ist Life in Raider. Da waren wir ja auch schon mal drin. So, okay. Haben wir jetzt rot, ne? Ich weiß gar nicht, wo die Ampel jetzt... Die ist... Ach, da hinten irgendwo. Ah, damn, nice car. Ganz schön kompliziert, oder? Aber die halten sich ja wirklich alle erstaunlich gut an die Verkehrsregeln hier. So, okay, es geht weiter. Es wird natürlich heute etwas länger dauern, bis wir am besagten Ziel ankommen. Grün, okay. Wow, Alter! Ja, da hupen wir erstmal. Der kann doch mal einen Blinker... Aber das ist in der wirklichen Welt auch so, dass die Leute einfach keinen Blinker setzen. Ich weiß nicht, warum. Aber dann, wenn sie den Blinker nicht setzen müssen, dann, setzen sie auf einmal den Blinker. Vor allem dann irgendwie, wir wollen abbiegen in 3 Kilometern auf so einer langen, geraden Straße und blinken dann. Eine halbe Stunde vorher. Hier, guck mal, rechts auf der Bank, die. Die können wir auch mal beobachten. Ja, fangen wir mal. Ach so, wir müssen ja links ab. Oh. Wir hätten uns früher schon eingliedern müssen. Das wird jetzt ein bisschen blöd. Na gut, der hat uns reingelassen. Danke! Muss man eigentlich so winken nach hinten? Oh, wir haben... Na, okay. So, Stoppschild. Oh, der ist einfach weitergefahren. So, wir halten mal kurz. Jetzt können wir. So, wir können. Ja. So, blinken. Ja, wir können leider nicht blinken. Das ist ja cool eigentlich, wenn man hier noch blinken könnte und die anderen das registrieren könnten dann. Dass wir dann, oder dann wissen würden, dass wir links abbiegen wollen. So. Bleiben wir auf der Spur, oder? Ne, wir wollen gleich abbiegen, dann fahren wir wieder auf die rechte Spur. So, und dann nach rechts. Nein, 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 nein! Hui! Wobei, vor Gericht wäre das knapp gewesen, weil die hatte auch ihr Handy gerade dran. Ja. Genau. Erstmal den Mittelfinger. Stopp! So, was steht da? Was steht denn da? Yield? Keine Ahnung, kenne das nicht. So, wir sind fast am Strand. Wer hätte das gedacht? Hi! So. Jetzt müssen wir hier noch aufpassen. Was ist das denn für eine Straße? Okay, das ist zum... aha. Stopp. So, jetzt müssen wir erstmal das ganze Verkehrsgeschehen hier überblicken. Na, wir stehen mitten auf dem Bürgersteig. Das ist Kacke. Der hupt. Ich bin gerade irgendwie so ein bisschen am Überlegen. So, wir fahren jetzt mal. Hier ist auch ein Bürgersteig. Moment, Moment, wir lassen die... Wir hupen die jetzt an. Jetzt bleibt die da stehen, dreht sich um und... Doch, die überfahren hoffentlich. So, wie schnell dürfen wir denn hier fahren? Weiß das einer? Müsst ihr euch mal überlegen, wenn man wirklich ein bisschen zu schnell fährt oder so und dann die Polizei hinter einem schon her wäre. Das wäre krass. Aber dann wird das Spiel, glaube ich, auch keinen Spaß mehr machen. Ja, wir sind jetzt an der Strandpromenade angekommen. Unsere Besucherzahlen sind am Boden und ich habe mir überlegt, etwas Flugwerbung könnte uns... Das können wir eigentlich gleich mal machen, oder? So, jetzt haben wir hier gut eingepackt. Nee, komm, wir parken einmal rückwärts ein. Warum? Weil wir es nicht können, aber... Oh, hier auf dem Behindertenparkplatz rückwärts einparken. Ja. Okay. Nein! Oh, es wäre... Das war knapp. Ja. Das sieht ja jetzt keiner mehr, dass das ein Behindertenparkplatz ist. Übrigens, nichts gegen Behinderte und so sollte man natürlich nicht nachmachen. Auch nicht auf Frauenparkplätzen parken als Mann. Besonders nicht, wenn man keinen Parkplatz gefunden hat. Dann einfach weitersuchen. Diese Parkplätze gibt es nicht umsonst. Ja, eigentlich hätte ich die Mission, die Nebenmission gerne gemacht, aber naja.
So, jetzt gucken wir uns mal hier so ein bisschen um. Gehen mal hier zur Strandpromenade, also da einfach ein Stück weiter Richtung Meer. Hallo. Wir können ja auch nochmal mit dem Riesenrad fahren. So ganz legal und so. Ich weiß es noch, das haben wir in der ersten Folge mal gemacht. Oder Achterbahn haben wir das. Das haben wir auch in der ersten Folge gemacht. Das waren aber auch die Sachen, habe ich mir im Vorfeld schon überlegt, bevor GTA 5 dann rausgekommen ist. Ich möchte auf jeden Fall als erstes, wenn ich das Spiel habe, mit der Achterbahn und mit dem Riesenrad fahren. Oh, guck mal, die Figuren, ist mir noch nie aufgefallen hier. Das sind ja Pflanzen, die in so bestimmte Symbole zusammengeschnitten worden sind. Cool. So, Achterbahn, die war... Wo war die denn da hinten? Ach ja, geradeaus und dann da die Treppe hoch, glaube ich. Hier links kann man ja gar nicht. So ein Mystery Castle wie im Phantasialand. Ach so, das ist der Ausgang. Ah, Enter. Man sollte lesen. So, dann laufen wir da mal rein. Ach, sind wir legal heute. Das macht doch auch mal Spaß, oder? Ach, da waren wir $15. Na gut. This is not fun! Shit! Oh, Michaels Stimme ist einfach so genial. Ich liebe ihn. Wow! Nein! Boah, haben wir das lange nicht mehr gemacht. Warum eigentlich? Das macht doch so viel Spaß. Erinnert mich ein bisschen an Rollercoaster Tycoon. 3 oder ne? 3 in 3D. Achterbahn fahren, einfach klasse. Gut, nichts geht über richtiges Achterbahnfahren. Ich war so lange nicht mehr im Phantasialand. Hier in Köln. Oder, was, also in der Nähe von Köln, bei Brühl. Jetzt zum Strand gehen. Muss man auf jeden Fall nochmal machen. Vielleicht nimmt der Dennis mich ja irgendwann mal mit. Man weiß es ja nicht. Machen wir mal so eine Playnation, ja, die ganze Redaktion einfach mal ins Phantasialand. Fände ich cool. Dann würde ich den Dennis einfach mal, wenn ihr das in Ordnung findet, aus der Achterbahn schmeißen. Eigentlich könnte man jetzt kurz mal so eine Aktion starten. Ich weiß gar nicht, wie viele jetzt diese Folge hier gucken und wie viele den guten Mafuyu kennen. Aber Anbetracht der Lage, dass er letztens noch dazu aufgerufen hat, meine Pinnwand oder meine Chronik von PZ auf Facebook zuzuspammen, könntet ihr ja eigentlich das auch mal machen. Und wenn es nur ein paar Leute sind, dann würde er sich bestimmt freuen. Ich überlege nur gerade was. Ich muss mal überlegen. Warum schöner Urlaub? Einfach mal, weil wir hier gerade richtig schön Urlaub machen, mit den Strandnixen da, schreibt doch einfach mal dann bei ihm an die Chronik, also von Mafuyu oder Mafuyux. Schöner Urlaub, Hashtag schöner Urlaub. Da freut er sich bestimmt. Oder schöne Grüße von PZ. Eins von beiden. Da würde ich mich wirklich sehr freuen. Vielleicht macht das ja der eine oder andere. Aua. Dafür gebe ich mir dann auch heute noch ganz viel Mühe beim total legal sein. Hallo, ich will hier Jetski fahren. Und auf einem Hai reiten. Hallo, ich hätte hier gerne so ein Jetski gemietet. Ja, for real. Hallo? Sag mal. Läuft der weg? Das kann nicht sein. Hallo, Sie! In der roten Rettungsweste. Ja, also wir machen das, was wir sonst immer machen. Also Michael ist halt so drauf. Entschuldigung. So, aber ich würde sagen, wir machen das jetzt mal, diesen kleinen Nebenauftrag. Dann können wir auch noch ein bisschen über die Straße fahren, was, glaube ich, wirklich sehr lustig ist, wenn man sich an die Straßenverkehrsordnung hält. Naja, hier am Strand ist sowieso nichts los. Wir hätten ein bisschen Baywatch spielen können. Wäre echt cool, die Musik dann noch zu Baywatch einspielen. So, dann fahren wir mal zu unserem Kinopalast. Wo war denn der? Doppler Kinopalast. Genau. Der ist ja mal ausgeraubt worden. Weil ich da im Let's Play dann nicht schnell genug reagiert habe. War ein bisschen blöd. So, wo haben wir denn geparkt eigentlich? Wir dürfen jetzt ja nicht irgendwie ein x-beliebiges Auto nehmen. Auf dem Behindertenparkplatz war das, ne? Links, glaube ich, oder?
Ach, da steht. Ah, da steht er ja. Guck, da parkt man einmal ordentlich und dann steht er da hinterher immer noch. Das lobe ich mir. Da trinke ich mal wieder einen Kakao. Wobei, es wissen jetzt die meisten Leute gar nicht. In der letzten Folge habe ich so wie so ein richtiger Mann an meinem Kakao immer genippt. Weil ich einfach so einen Durst hatte. Und ist noch nicht ganz leer. Ich kann ihn nur empfehlen. Der Milfina Schokodrink aus Vollmilch. Wärmebehandelt. 0,5 Liter. Leider mittlerweile schon warm. Bitte kalt genießen. Vor Gebrauch schütteln, nach dem Öffnen gekühlt aufbewahren. Ist das jetzt eigentlich Schleichwerbung? Muss ich das jetzt oben anzeigen? Kann ich ja eigentlich machen, oder? Dann oben rechts. Wie war das noch? Product Placement, Produktplatzierung, Werbesendung und so muss man dann irgendwie einblenden. Milfina. Ja. Na gut. Hm. Hallo, Unfall, Fahrerflucht. Wobei beide Fahrerflucht begangen haben. Die sind ja beide ineinander gefahren. Naja. So. Wir haben noch keine Schramme. Das geht eigentlich ganz gut, wenn man hier ordentlich fährt, oder? Und es macht überraschend viel Spaß. Gut, die anderen, die einen werden jetzt wahrscheinlich schon sagen, ist das langweilig. Und die anderen sagen, oh geil, Simulation. GTA spielt das bitte immer so. So, hier sind wir am Filmstudio. Und da müssen wir jetzt warten. Da geht gerade einer über die Straße. Und da ist gerade einer fast überfahren worden. Hallo, das war ein Zebrastreifen. Das geht doch nicht. Hup mal. Michael. Oh, da hinten findet gerade ein Verbrechen oder so statt. Wahrscheinlich gegen die Straßenverkehrsordnung. Hallo. Die Polizei ist hinter uns her. Warum das denn? Aber was sollen wir jetzt machen? Müssen wir uns jetzt schnappen lassen? Das kann ja nicht sein. Als normaler Bürger haut man auch schon mal vor der Polizei ab. Oh, jetzt haben wir... Was? Warum? Hat einer gesehen, was wir gemacht haben? Das ist unser ganzes Leben ist kaputt. Jetzt fahren wir in dem Auto von unserer Frau hier vor der Polizei weg. Nein! Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein! Michael, okay, besinn dich wieder deines alten Lebens und versuch die irgendwie abzuhängen. Okay, jetzt Vollgas. Vielleicht nehmen wir mal besser die OC. Oder eine Haftbombe. Oder einen Taser. Ein Taser. Kann man damit auch einen Reifen kaputt machen. Oder die schwere Pistole natürlich. Wow, nein! Jetzt haben wir natürlich 3 Sterne hinter uns her. Das ist einfach super. Und ich wollte noch die Nebenmission gemacht haben. Kriegen wir den noch abgehangen? Bin mir da nicht mehr so sicher. Nein! Wow! Geiler Slide. Geiler Drift. Super geil. Okay. Nee, da sind die wieder. Okay, das sieht ganz gut aus eigentlich. Wir fahren jetzt einfach mal weiter geradeaus Richtung L. Und dann läuft das. Wow. Ah, super, da ist die Polizei wieder. Ah, ich glaube, das wird heute nichts mehr mit dem Nebenjob. Na gut, dann machen wir noch eine kleine Verfolgungsjagd. Dann ist das halt so. Aber ihr habt gesehen, wir haben nichts gemacht. Das ist GTA einfach hier. Polizeiwillkür. Das ist Polizeiwillkür. Das kann doch nicht sein. Dieser Polizeistaat einfach. Einfach nur, weil wir ein rotes Auto fahren. Warum? Wir haben denen gar nichts getan. Beamtenschweine. Nichts gegen Polizisten jetzt im Allgemeinen. Vielleicht guckt ja gerade ein Polizist zu. Polizei und Polizisten hier, ne? Super Job und alles super geil. Aber die Polizei in GTA. Also, das geht ja mal gar nichts. Was hier für Steuergelder einfach verschleudert werden. Müsst ihr euch mal vorstellen. Da werden hier wahllos Leute verfolgt. Das Frau der eigenen... das Frau des eigenen Autos. Das Auto der eigenen Frau wird hier zerstört. Vandalismus. Haben wir noch irgendwas zum Schmeißen? Irgendwas Explosives? Nein, ne? Ah, ne. Hm, schade. Haben wir wieder alles weggeschmissen? Naja, wenn wir gleich tot sind, dann können wir uns ja noch ein paar Haftbomben kaufen. Dann machen wir gleich noch eine Runde. Dann machen wir einfach 2 Amok-Folgen heute. Es war ja irgendwie, ganz ehrlich, es war mir klar, dass es wieder aus dem Ruder läuft. GTA ist nicht dafür ausgelegt, dass man sowas macht. Aber dass die Polizei wirklich einfach hinter mir her war. Aber ich habe da, glaube ich, eben auch nicht genau hingeguckt. Vielleicht ist ja dort irgendwas passiert. Vielleicht haben wir ja einen Mittelfinger gezeigt einfach.
Beamtenbeleidigung und so. Kennt das ja. Passiert. Einfach so. Da kommt auf einmal so ein Polizist vorbei. Ihr hebt einfach, ohne es zu wollen, die Hand und dann ist es passiert. Ja, ja. Man kann sich da nicht so ganz beherrschen. Wow. Die Sirenen machen auch nicht mehr den besten Eindruck. Das hintere linke Rad ist gerade kaputt gegangen. Wo sollen wir nur hin? Klar, auf den Parkplatz hier. Ja! Was eine Abkürzung, eine unglaubliche Abkürzung, einfach nur. Stop the car, please. Oh, die Sonne geht unter. Ich liebe das einfach, wenn die Sonne untergeht. Oder geht auf. Ich krieg das ja nie mit, aber es war den ganzen Tag hell, ne? Tags ist es immer hell. Okay, die Sonne geht unter. Straßensperre. Und voll dagegen. Sehr gut, sehr gut. Und in Richtung der Sonne. Ah, das ist romantisch, oder? Wenn die Polizei nicht gerade hinter uns her wäre. Aber vielleicht schaffen wir die vier Sterne ja noch. Nee, da kommt schon wieder ein Polizei-Auto. Oh, 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 oh. Den kriegen wir nicht. Ja, okay. Flughafen. Flughafen, schaffen das noch? Wir springen jetzt erstmal. Oh Gott, hoffentlich treffen wir. Ja, ich hätte... Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich da treffe. Ich dachte, ich wäre jetzt, fahre jetzt irgendwie dagegen. Was fliegt denn da hinter uns her? Wow, krass. Gute Landung. Respekt. Ich würde mir eigentlich jetzt gerne einen Titan holen. Gibt's ja hier leider nicht. Wow. Wir müssen mal wieder online spielen. Aber ich will auch Watch Dogs jetzt mal online spielen. Aber da gibt's ja momentan so, ja, relativ große Probleme mit Uplay. Und es läuft ja alles nicht richtig. Und wenn's läuft, dann ist es am Laggen, am Ruckeln und was weiß ich alles. So, die Polizei ist noch nicht so schnell hier. Vielleicht kommen wir jetzt in die kleine Maschine hier rein. Nachdem wir einmal hier um den Flügel gelaufen sind. Ey. Los. Dann schlag schneller nach. Sag mal, ich treffe den gerade nicht, ne? So, jetzt rechts den noch. Und da steigen natürlich die nächsten aus. Naja, Schrotflinte ist jetzt auf die Entfernung. Komm doch her. Komm hier, den schießen wir jetzt raus, den Scharfschützen. Und Watch Dogs, da ist der extrem stark, der Scharfschütze, der aus dem Heli schießt. Da muss man wirklich ziemlich aufpassen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, die machen uns den noch kaputt. Oh Gott. Boah, wird das knapp. Alter, wenn wir jetzt starten, dann... Das ist echt eine gute Leistung dann von uns. Okay, jetzt komm hoch, hoch, hoch. Jetzt nicht gegen den Heli noch. Nicht gegen den Heli. Nicht gegen den Heli. Nicht gegen den Heli. Oh Gott, wir brennen schon fast. Komm, übers offene Meer. Wow, wow. Ah fuck, ah fuck, ah fuck, ah fuck, ah fuck. Ich hoffe, wir haben den Fallschirm dabei. Wir brennen. Vielleicht kann man das mal von vorne zeigen, Michael. Ja. Hat jetzt nicht so gut funktioniert. Ich habe auch das Gefühl, wir sind gleich tot. Hauptsache, die Sonne geht unter und das sieht nett aus. Nein, 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 Waffe! Zeitlupe! Das war's. Ja, hat jetzt nicht so gut funktioniert mit dem... Es war ein ganz normaler Tag für Michael, als er zum Strandurlaub fuhr. Aber vielleicht kann man das ja nochmal machen. Also wenn ihr euch das wünscht, dann mache ich das natürlich gerne nochmal. Natürlich auch kommt auch nochmal so eine Amok-Folge. Oder, ja, so eine Update-Vorstellungsfolge, wenn halt nochmal ein Update mit neuen Inhalten kommt. Oder natürlich immer mal wieder so Talkrunden mit Themen, die ihr natürlich jetzt immer gerne in die Kommentare schreiben könnt. Ja, und in dem Sinne würde ich dann sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.